unsere nächste Geschichte. Eine beispiellose Karriere und ein bis heute ungeklärter Todesfall. Mein Freund, der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgen. Diese Stimme ist bis heute einzigartig. Ende der 60er Jahre erlebt sie im Zeitraffer eine Karriere, für die andere Jahre brauchen. Alexandra. Geboren wird sie im Mai 1942 als Doris Treitz in Ostpreußen. Bei Kriegsende verschlägt es die Familie nach Norddeutschland. Die Mutter erkennt früh das Talent ihrer jüngsten Tochter. Doris musiziert, komponiert, textet und hat ein Ziel. Sie will nach oben und das sofort. Modenschauen, Miss Germany Contest, nichts bleibt unversucht. Doch zunächst kommt alles anders. Sie heiratet den 30 Jahre älteren Russen Nikolai Nefjedow. Mit 20 Jahren bekommt sie einen Sohn, Alexander, und ist ein Jahr später schon wieder geschieden. Sie tingelt durch Bars auf St. Pauli, singt Selbstgeschriebenes und russische Folklore. Doris will die Show erobern. Da wird sie von Musikproduzent Fred Weirich eingeladen. Und sie nahm ihre Gitarre mit und sang mehrere Stunden in verschiedenen Sprachen. Und er war dermaßen überrascht und begeistert, dass er ihr sogar noch an diesem Abend einen Vertrag angeboten hat. Als Künstlernamen wählt sie den Vornamen ihres Sohnes und hängt ein A dran. Alexandra. Mit der Mischung aus französischem Chanson und russischer Folklore trifft sie den Nerv der Zeit. Mit Zigeunerjunge wird Alexandra zum Star. Fred Weirich und die Plattenfirma Polydor wollten aus Alexandra so etwas wie einen weiblichen Ivan Reprov machen. Sie selbst wollte eigene Lieder komponieren, wollte sich eher dem französischen Chanson widmen. Sie bewunderte Juliette Gréco, Gilbert Bécaud und Adamo. Also ihr war diese ganze Russland-Masche eigentlich zuwider. Alexandra hetzt von Termin zu Termin. Konzerte, Plattenaufnahmen, Songfestivals, Hitparaden. Doch es blieb alles leer. Dazu zahllose Affären. Mit Hans Beierlein, Deutschlands renommiertestem Manager, ist sie liiert, privat und geschäftlich. Als sie bei einem internationalen Songfestival in Karlsbad waren, war sie so nervös, dass er ihr also Valium gab. Und daraufhin begann eine Spirale, dass sie also immer wieder sich aufputschte und abends, weil sie einfach nicht zur Ruhe kam, dann Schlaftabletten nehmen musste. Und so begann eben ein Teufelskreis. Sehnsucht liegt noch ihm. Der Erfolgshit Sehnsucht, eine rührselige Schnulze, ist Alexandra selbst zuwider. Sie singt, doch nur unter Protest. Was nutzt es, dass sie zur selben Zeit mit Udo Jürgens den Titel Illusionen aufnimmt? Kein Lied, ein Chanson, hinter dem sie steht, mit dem sie aber baden geht. Alexandra ist ausgebrannt. Dazu kommen die Trennung von Hans Beierlein, der Tod des Vaters, Probleme mit der Familie und schließlich auch noch ein neuer Liebhaber. Pierre Laffaire, der sich als Heiratsschwindler entpuppt und, wie Stasi-Unterlagen jetzt offenbaren, amerikanischer Geheimagent war. Ob Alexandra davon weiß? Auf jeden Fall trennt sie sich. Mit 27 erhält sie die Goldene Europa, den Preis für die beste Nachwuchssängerin. Danach der Zusammenbruch. Im schweizerischen Davos erholt sie sich von den seelischen Strapazen und einer verschleppten Bronchitis. Nach der Kur geht der Auftrittsmarathon weiter. Alexandra hat Angst, sonst fallen gelassen zu werden. Doch im Sommer entscheidet sie sich für eine Auszeit. Eine Reise nach Sylt mit Mutter und Sohn. So wenige Tage vor dem Beginn ihres Urlaubs machte sie Hals über Kopf ein Testament, dann eine zweite sehr hohe Lebensversicherung und kaufte ein Familiengrab. Und ich meine, mit 27 Jahren ist das mehr als merkwürdig, dass man da so schnell und plötzlich diese Dinge erledigt. Am Morgen des 31. Juli 1969 fährt Alexandra mit ihrem Mercedes von Hamburg aus Richtung Sylt. Nach einer Motorpanne erreicht sie gegen 15 Uhr bei Tellingstedt eine Kreuzung.
Stoppschilder warnen an dieser Stelle, doch sie fährt ohne zu bremsen auf die Kreuzung und kollidiert mit einem Lastzug. Für Alexandra und ihre Mutter kommt jede Hilfe zu spät. Der 6-jährige Alexander überlebt mit nur ein paar Schrammen. Noch Jahrzehnte später ist Alexandras Tod für viele mysteriös. Mysteriös an den Umständen des Todes ist zum Beispiel, dass damals keine Obduktion vorgenommen wurde, keine Leichenschau stattfand, dass man keine Blutprobe entnommen hatte, dass die Akten manipuliert worden sind. Also der Leichenbericht wurde nachweislich mit 2 verschiedenen Typen geschrieben. Es wurde in die Wohnung von Alexandra eingebrochen, man entwendete wichtige Dokumente. War ihr tragischer Tod mehr als ein Unfall? Es mutet natürlich komisch an, dass es so viele Ungereimtheiten nach ihrem Tod gab, sodass man natürlich auch dieses Gefühl eines Fremdverschuldens nicht loswerden kann. Eine plausible Erklärung, wer ein Interesse an Alexandras Tod gehabt haben könnte, gibt es nicht. Der Mythenbildung fehlt es jedenfalls nicht an Stoff. Nach ihrem Tod geht Alexandras sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Ein selbstgeschriebenes Lied wird zu ihrem größten Erfolg.